Leute, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Don't Starve. Ja, wir starten im Hauptmenü, weil ich euch zeigen wollte, dass ich jetzt Reign of Giants besitze. Und ich weiß noch nicht so recht, ob ich auch mit dem DLC schon spielen werde. Weil ich zuerst alle Charaktere eigentlich durchmachen wollte und dann mit dem DLC anfangen, aber da der DLC halt im Angebot war, dachte ich mir, komm, ich kaufe den mal. Also werde ich ihn vorerst deaktivieren. Schreibt mir einfach in die Kommentare, wie ihr das denn haben wollt. Und ich habe hier ein paar an Spielständen, was ganz einfach daran liegt, weil ich ein paar Testaufnahmen hatte. Also was heißt Testaufnahmen? Die Aufnahmen sind ständig abgekackt. Und darum lösche ich die ganzen Spielstände hier erstmal, weil die halt alle am ersten Tag waren. Ich wollte eigentlich zusammen mit einer Freundin von mir halt einen Part aufnehmen, der Shoshi, und ja, leider hat es nicht ganz so geklappt und nach dem vierten Mal hatten wir keine Lust mehr und haben es einfach gelassen. Aber genug der Worte, wir starten mit der Wendy, der Geisteskranken, die von ihrer Zwillingsschwester heimgesucht wird und nicht sonderlich stark zuschlagen kann. Was uns aber wahrscheinlich nichts ausmachen wird, weil wir eh in diesem Spiel so gut wie nie zuschlagen. Mal wieder ein wunderschöner Ladebildschirm, der sich in einem schwarzen Bildschirm verliert. Und ich bin mir nicht so recht, was uns das zeigen will. Ich bin mir nicht so recht sicher, was uns das zeigen will. Aber er ist schon weg und das ist eine sehr dramatische Entwicklung, wenn ich das so sagen darf. Vor allem werden wir jetzt von einem seltsamen Kerl im Anzug angewiesen, dass wir etwas zu essen finden sollen. Was natürlich standardmäßig immer so ist. Also ich werde auch jeden Tag von einem Kerl im Anzug angesprochen, dass ich was essen soll. Und das ist derselbe Kerl, der immer so nett ist und den Kindern Free Candy gibt. Und ich fange lieber an zu spielen, bevor es Nacht wird und ich sterbe. Also, ja. Hallo? Das ist Don't Starve. Gab's länger nicht mehr, einfach weil ich krank war. Und dann hatte ich keine Lust. Und dann war ich wieder krank. Und dann kam Minecraft Leben, bis ich wieder gesund wurde. Bin immer noch leicht kränkli, aber was soll es sein? Tutti, tuni. Whatever. Ich hasse euch. Ich hasse die über alles. Weil die irgendwie nie im zweiten Bärenbusch drin sind. Also, sobald ich mit den ganzen Charakteren durch bin und, wie halt schon angekündigt, mit Modding und sowas anfange, das erste, was ich mache, ist die Kerle da raushauen. Man kann ja bei World Generator einstellen, dass die nicht generiert werden sollen. Weil ich hasse diese Trudene. Das ist das Nervigste, was sie hätten einbringen können. Weil die können die Bärenbüsche vertrocknen lassen. Was heißt, dass man danach Kaki braucht, um die Bärenbüsche wieder zu verwenden. Und das ist richtig scheiße, weil man meist dann verhungert, weil man keine gescheiten Bärenbüsche mehr hat, da die Bärenbüsche eine der wichtigsten Nahrungsquellen sind. Ja. So viel zu meinem Statement über Truthähne. Ich finde es auch interessant, dass irgendwie jedes Projekt von mir irgendwas mit Baumfällen zu tun hat. In Terraria muss man Bäume fällen und sich irgendwas aufbauen. In Minecraft muss man Bäume fällen und sich irgendwas aufbauen. Was machen wir in Don't Starve? Richtig, Bäume fällen und uns irgendwas aufbauen. Aber man muss auch sagen, Don't Starve ist ein richtig geiles Spiel. Also, Klein Entertainment, die sind generell ein sehr gutes Entwicklerstudio. Aber mit Don't Starve haben die... Don't Starve war doch von Klein, oder? Nicht, dass ich was Falsches sage. Aber war, glaube ich, von Klein Entertainment. Die haben auch Mark of the Ninja gemacht. Wenn ich mich nicht täusche. Und das ist einfach genial. Dieses Survival... Also, ich bin generell ein großer Fan von Survival immer gewesen. Aber Don't Starve ist halt... Zuerst habe ich Don't Starve nicht gemocht. Also ich habe es gesehen und dachte mir, na, aus dieser Perspektive Survival kann ja nichts werden. Aber je mehr ich halt Videos dazu gesehen habe, desto mehr wollte ich das. Und dann habe ich direkt, ja, ein bisschen viel gespielt. Wie? Darum, Don't Starve ist ein Spiel, was ich wirklich jedem empfehlen kann, der Survival mag. Weil das ist eins der besten Survival-Spiele, das ich kenne. Es ist genau so, wie Survival sein sollte. Man wird ausgesetzt, hat nix,
Und man kann sich alles aufbauen, was man will. Es ist halt im Endeffekt wie Minecraft, nur halt mit weniger Bauaspekt in dem Sinne. Dass man sich halt weniger so Häuser baut und sowas. So ein halbes Vorstellungsvideo von Don't Starve. Ja, ich mache das halt generell, baue ich meine Videos so auf, weil durch Minecraft Leben sind halt sehr viele neue Zuschauer dabei. Falls einer von denen, die bei Minecraft Leben dazugekommen sind, dieses Video sehen, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Mich würde interessieren, wie viele Leute das sind. Und ja, würde halt gerne eure Meinung zu den anderen Let's Plays sehen, ob ihr jetzt auch die anderen Let's Plays von mir ansehen werdet oder. Warum stand da oben gerade Home Home? Ach, keine Ahnung. Ob ihr auch die anderen Let's Plays von mir generell ansehen werdet oder lieber bei Minecraft Leben bleibt. Okay, wenn ihr das hier seht, seht ihr meine anderen Let's Plays an. Aber es kann ja sein, dass das das erste andere Let's Play ist, was ihr von mir seht. Und dann denkt, oh nein, den schaue ich lieber nicht an. Den bleibe ich bei Minecraft Leben, weil Minecraft ist Minecraft. Und Minecraft, 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 mach mal rein. Minecraft, Minecraft, ich Minecraft. Minecraft. Der Bruder von Sherlock Holmes. Ja. Wir haben hier ein Schweinehäuschen. Ich glaube, unser erstes Leuchtfeuer werden wir auch in der Nähe des Schweinehäuschens aufbauen. Aber zuerst choppen wir noch ein paar Bäume, Billy. Weil wir brauchen Holz. Und haben keine Axt mehr. Echt schlecht, Wendy. Mit deinen super starken Ärmchen solltest du doch den Baum locker fällen können. Es müsste eigentlich auch noch einen Charakter geben, der alles, also der keine Werkzeuge braucht wie Axt, Hacke und sowas, sondern alles mit seinen Armen macht, aber irgendeinen anderen großen Nachteil hat wie, keine Ahnung, er kann nichts Rohes essen, zum Beispiel. Oder wenn er... Er wird schneller wahnsinnig. Sowas würde passen. So ein Muskelprotz, der schnell wahnsinnig wird. Man hat zwar schon Muskelprotz, aber der ist ja auch nur ein halber Muskelprotz. Der ist ja nur Muskelprotz, wenn er muskelprotzig satt ist. Wenn er muskelprotzig satt. Was habe ich für Formulierungen? Also, das ist echt unglaublich. Ich war Vogel. Dem stimmst du mir zu, oder? Oh, der andere Vogel stimmt mir nicht, anscheinend nicht zu. Und der auch nicht. Ach, Gottchen. Nicht mal die Vögel unterstützen meine genialen Ideen hier. Und die Bienen? Unterstützt ihr mich? Hallo, Bienchen? Anscheinend nicht. Ihr? Auch nicht. Und so viel zu, wir bauen das Leuchtfeuer genau neben dem Haus vom Typi, Schweini-Typi da. Wir haben das Haus vom Schweini-Typi nicht mal gefunden. Also, nicht mehr. Weil, also, wir könnten es jetzt suchen, es ist wahrscheinlich irgendwo im Norden. Aber ich sag, wir haben es nicht gefunden, weil ich einfach nur zu faul bin, da zurückzulaufen. Ha! Hast meine Bären nicht aufessen können. Und wir brauchen Feuer. Ich frage mich, was dieses Haunted by her Twin Sister macht. So, erstmal schön anzünden. A Vision of Hell. Ich mag sie. Ach, guck mal, wie dünn ihre Armchen gezeichnet sind. Ach, wie süß. So, so, so Psychopathin. Ach, wie süß. Ihre Haare sehen angeknabbert aus. Ihre Zwillingsschwester hat anscheinend Hunger bekommen. Nee, aber was macht es, dass wir von der Zwillingsschwester besucht sind? Vor allem die Geisteskranke, die sollte doch eigentlich von ihrem Kopf her normal bleiben. Ich meine, die ist schon geisteskrank. Ja, okay, hier ist es so gut wie jeder geisteskrank. Ich meine, die Tussi, die alles anzündet, ist auch nicht unbedingt besser. Wisst ihr, was mir nebenbei auch aufgefallen ist auf meinem Kanal? Ich habe sehr viele Langzeitprojekte. Was mir nicht unbedingt gefallen will. Weil ich würde eigentlich gerne auch so kürzere Spiele durchspielen, weil Don't Starve, das wird wie schon angekündigt sehr lange gehen, weil mir dieses Spiel einfach unglaublich viel Spaß macht und wenn erstmal Don't Starve Together komplett draußen ist, ey, das wird übel. Minecraft Leben, das werde ich auch noch sehr lange bringen. Für die Leute, die halt Minecraft Leben auch bei mir schauen, gibt es eine kleine Nebeninformation. Ich habe gerade den Part für Dienstag aufgenommen und
Ich muss eine kleine Sache mitteilen, die werde ich auch noch im Minecraft-Leben erwähnen, aber ich kann sie ja schon jetzt ansprechen. Das wird mit der Unterwasserfestung vorerst nichts, weil ich habe von Zombie erfahren, dass es noch eine Unterwasserwelt geben wird. Und die Welt, in der wir jetzt sind, sollte so mittelalterlich bleiben, weiß ich ja. Aber halt, ich wusste nicht, dass es eine Unterwasserwelt geben wird. Und da passt natürlich unsere Unterwasserbaut viel besser. Darum werde ich wahrscheinlich dann in der Unterwasserwelt so ein Unterwassersystem bauen. Und was ist denn das? Das kennen wir doch irgendwoher, oder? It's looking into my soul. Kann ich es ausrüsten? Nö. Ach, Chester! Chester kann nebenbei sterben, wurde mir mitgeteilt. Aber dass Chester so früh kommt. Na, mich soll's nicht stören. Ich finde die Geräusche von Chester richtig niedlich, aber ich glaube, die hört ihr nicht, weil die so leise sind. Ich habe das nämlich gerade richtig laut auf meinem Ohr und deswegen höre ich auch zum ersten Mal, dass Chester Geräusch macht. Hört ihr es? Ich weiß es ja nicht. Ich bin nebenbei auf der Suche nach Stein, falls es noch niemand sich denken hätte können, tun. Weil ohne Stein sind wir irgendwie im Popis, möchte ich gesagt haben. Weil wir brauchen Stein für ein gescheites Lagerfeuer und generell, um uns viel aufzubauen. Und ich sammle schon mal Nahrung. Die Nahrung, die vergilbt eigentlich recht langsam. Ich meine, nach einem Tag ist eigentlich noch recht gut. Also ich schaue jetzt auf die Karotten. Ach, obwohl die Karotten, die werden ja immer weiter aufgefrischt, wenn ich eine aufsammle. Ich sollte also nicht alle aufsammeln oder respawn die. Weiß das jemand? Respawn Karotten? Falls jemand von euch Don't Starve spielt. Und bin ich hier irgendwie gefangen auf der Insel oder wie ist das? Weil ich finde gerade irgendwie nicht so den richtigen Weg zu Stein. Ich finde Chester so niedlich. Da geht meine Männlichkeit flöten. Ja. Hasen gibt es hier auch genug. Hier sieht man die echten Hasen. Ja, okay, die Bärenbüsche kann man eigentlich pflücken, weil die wachsen nach. Das weiß ich. Das kann man sich auch denken. Es ist ja nicht so, dass irgendwie man im echten Leben einen Bäre pflückt und dann ist der Busch weg. Das wäre es auch. So pflückst eine Bäre Busch weg. Wir finden echt keinen Stein, merke ich. Wir können jetzt mal den Weg entlang laufen, dann entdecken wir auch mehr. Vor allem der zweite Tag ist schon fast um. Hier sind eine Menge Sümpfe. Ich lasse die Karotten mal liegen. Dann können wir zurückkehren, falls wir Hunger haben. Aber hier ist ein Wurmloch. Wurmlöcher sind toll. Aber erstmal Bärenbüsche. Ich bin ja generell dafür, dass wir unser Lager neben einem Wurmloch aufbauen. Vor allem neben dem Wurmloch auf der anderen Seite wäre es praktisch, weil wir dann auf diese Seite zurückkehren können, wenn wir Hunger haben, weil da genau Bärenbüsche daneben waren. Heilige. Ah, okay, ich dachte, wir wären viel weiter, aber das ist auch schon eine gute Strecke. Ein Steinweg. Führt der nicht. Böse. Führt der nicht normalerweise in eine Stadt oder sowas? Oder ist es einfach random, was für eine Art von Weg das ist? Also mit Stadt meine ich so eine Schweinestadt. Die Schweinchen. Ich hätte schon bei der Schweizer gesagt. Naja, ist dasselbe. Okay, ich wollte schon sagen, es ist unser Schweinchen von vorhin. Ich finde keinen einzigen Stein. Das ist echt unglaublich. Ich bin schon fast den ganzen Weg vom Wurmloch zurückgelaufen.
Hier gibt's einfach nirgendwo Steine und hier sind so ein paar Pigments, aber nur ein paar. Leider. Wenn die halt so größere Städte haben, kann man darauf hoffen. Na, das hier ist eine größere Stadt. Gibt's hier so einen König? Nee, König ist hier auch nicht. Ach du Scheiße, das ist hier eine Spinne. Die sollte ich lieber meiden. Machen Sie das Licht aus, wenn ich in Ihre Nähe komme? Ja. Was ist denn das für ein Gebiet? Ist es so ein Sumpfgebiet? Das kenne ich noch gar nicht. Das ist auch nicht aus dem DLC, weil, wie gesagt, ich habe den DLC deaktiviert. Ach du Scheiße. Schnell weg. Ich glaube, das ist bis jetzt die längste Zeit, die wir ohne festes Lager verbracht haben. Rocks! Hier gibt's Steine! Wie viel brauche ich hierfür? 12. Ja. Aber hier gibt's schon mal Steine. Aber die sammle ich. Ich mache einfach hier ein Campfire. Was ist denn das hier auf dem Boden? Ach du Scheiße! Holy! Holy Macaroni! Also da gehe ich mit meinen schwächlichen Ärmchen lieber nicht hin. Ja, die Haltbarkeit, die geht hoch, wenn man Neues dazu tut. Sollte ich eigentlich clever ausnutzen. Aber ich bin ja nicht clever. Leider. Aber die Haltbarkeit, die geht auch nicht komplett voll. Oder liegt es daran, dass die Bären schon leicht verdorrt waren? Ich habe keine Ahnung. Jo. Also Essensprobleme haben wir vorerst noch nicht. Wir haben ja sehr viele Bärenbüsche hier. Habe ich irgendwo vielleicht einen Stein verpasst? Nö. Naja, egal. The gloom encroaches. Sobald es Tag wird, beende ich dann auch den Part. Ich dachte, die Parts so immer 2 Tage lang zu machen, also Ingame-Tage. Echte Tage wären ein bisschen doof. So, jeden Tag ein 2 Tage langen Part. Ja, genau. Während ich einen Part aufnehme, nehme ich schon den zweiten auf. So mit gespaltener Stimme. Wenn das gehen würde, wäre es so geil. Aber jetzt erstmal auf Wiedersehen, Leute. Eure Wendy. Oh, falsche Taste. Sorry.